Ja, wir sind jetzt hier bei der Watchtime. Ihr seht das im Hintergrund. Ich bin super gespannt, was mich erwartet. Ich habe natürlich einige Termine gemacht, bin wirklich neugierig, was kommt. Und werde euch an allem teilhaben lassen. Meine Frau ist dabei, die macht hier die Umgebungsshots. Ich mache die Interviews und werde euch dann anschließend sagen, was neu rausgekommen ist. Ja, meine Frau und ich sind Samstag und Sonntag auf der Messe gewesen. Es war wie erwartet voll und wir haben unglaublich viel gesehen, Sachen gesehen, die wir noch nicht kannten, Sachen gesehen, die wir so nicht erwartet haben. Und wir haben unglaublich viele nette Leute getroffen. Und der Rundgang, wie er hier zu sehen ist, war nur zu bestimmten Zeiten möglich. Ich gehe da am Ende aber nochmal drauf ein. Normalerweise musste man sich durchkämpfen, sich den Weg erfragen und dann auch in der zweiten, dritten Reihe vor den großen oder stark frequentierten Ständen stehen. Aber das ist alles genauso gewesen, wie ich es erwartet habe. Und wir haben es trotzdem geschafft, sehr interessante Aufnahmen zu machen, sehr interessante Eindrücke zu gewinnen und auch ausgesprochen interessante Gespräche zu führen, beziehungsweise auch führen zu lassen. Bei Wolfgang Heinrich, mit dem ich zweimal ein Gespräch geführt habe, hat es sich ergeben, dass es ganz spontan ein Interview eines sehr bekannten und auch sehr beliebten YouTubers gab, dem ich einfach mein Mikrofon in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, macht mal was draus. Sag mal was über Uhren, was ich noch nicht weiß. Jetzt sollte Harry doch anfangen. So, meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird sich um ca. 20 Minuten verschieben, da wir uns jetzt die Marke Heinrich anschauen. Okay. Zeig mir deine, was du für mich aussuchen würdest, rein, obwohl du mich nicht kennst, welche Uhr würdest du mir jetzt ans Handgelenk legen? Ja, ja. Okay, können wir mal machen. Also ich hole da gleich mal eine raus. Dir persönlich würde ich jetzt hier mit GMT empfehlen. Eine Taucher 2 GMT. Ah, okay. Ist die Seriennummer 100 von 100. Also die letzte, ja. Hat ein Celita SW 200. Schönes Caseback, was ihr gerade gesehen habt. Ja, da ist so ein Taucher drauf, der mit einem Hai kämpft. Sehr cool. Die Uhr hat so 70er-Jahres-Stil, also Vintage-Vibes, aber nicht eine Kopie von irgendeinem bestehenden oder eine Hommage, wie man heutzutage sagt. Aber sowas mache ich nicht. Ich kopiere nichts, sondern mache was komplett Neues. Die hat so ein Sunburst-Zifferblatt, also Sonnenschliff, mit einem Degradé-Effekt nach außen, wird die schwarz. Und was noch sehr schön ist an dieser Uhr, die hat Leuchtmasse hier in den Wellen drin. Kleines Gimmick, kleine Details, aber kommt sehr gut an. Sprich in der Lünette, in der genau, Lünette. Ist aber versiegelt, sodass es auch wasserresistent hat. Kriegst du das drauf? Mal. So, ich lade es mal. Aber sonst gehe ich auf Stock-Footage. Ich hatte das ja schon bei mir auf dem Tisch liegen. Das muss ich sagen, ist wieder mal sehr geil. Also ich versuche innovativ zu sein mit meinem limitierten Budget und das ist so ein Teil, was. So, da wieder noch was. Ja. Die Lünette ist eine Keramiklünette, aber wird dann Ring appliziert für die Minuterie. Du siehst hier, es sind zwei Komponenten. Mhm. Macht sonst auch keiner, weiß ich aber auch warum, weil wir haben 4 Anläufe gebraucht für das Muster oder für die finale Version, weil da immer Lücken drin waren. Jetzt siehst du hier, ist das komplett eingepasst. Und ja, ich weiß jetzt auch, warum das keiner gemacht hat, aber ja, auch eine kleine Innovation. Was ich da cool drauf finde, du sagst, weil es ist Keramik und viele, was mich kennen oder noch kennenlernen, die wissen, ich bin ja eher so der nicht Vintage-Typ, aber trotzdem Alulinetten-Typ. Mhm. Und ich muss sagen, du hast das wirklich cool hinbekommen. Kombination. Eine Keramiklünette. Mhm. So aussehen zu lassen, wie wenn es gar keine Keramik wäre. Ja, weil das Keramik glänzt, ist nicht, ist gebürstet. Ich sehe, sie ist für große Jungs schon eingestellt. Ja, deswegen habe ich die auch empfohlen. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, 41 mm Gehäuse. Sogar, und, das Band sogar an deinem Arm zu groß. Ja. Ich komme zu zweit und sind wir Aber du, in der heutigen Zeit ist sowas nicht mehr normal, dass du auch so lange Bänder hast.
Ja. Ich könnte Marken aufzählen, die ich jetzt nicht nenne. Da muss man ich Bänderelemente dazu kaufen, dass man passt. Ist auch ein Detail, wo ich Wert, also ich mache das mit 220 mm deutlich länger als andere. Weil gerade Kandidaten mit dickeren Handgelenken auch bedient werden müssen. Aber mit der Länge fühle ich mich richtig schlank. Also da kann ich auch noch reinwachsen. Was man noch sagen kann, ein kleines Detail, hier hat es einen Perlage-Effekt auf der Schließe. Bietet auch nicht jeder in dieser Preiskategorie an. Ja, das stelle ich jedes Mal fest, wenn ich eine Uhr von dir auf dem Tisch liegen habe. Genau, das ziehe ich auch so durch und finde es ein schönes Detail, weil wenn man innen reinlangt, darf das auch nicht scharfkantig sein. Und ja, das ist so die Uhr. Das Flagship-Modell gerade, wo ich dir jetzt anbieten würde. Abschließend würde ich sagen, er hat mich gut beraten. Ja, danke schön. Ja, das kann man sagen. Danke euch. Ciao. Ein ganz fettes Dankeschön an Harry Liebling. Schaut bei ihm vorbei, Harry Liebling. Grandiose, legendäre Livestreams kann man definitiv sich immer wieder anschauen. Weiter geht es auf dem Rundgang. Wir haben Hanhard gesehen, aber dazu gibt es auch noch ein dediziertes Video. Die Hanhard-Uhren sind in der typischen Hanhard-Form, oft Chronos, kannelierte Lünette mit dem roten Punkt obendrauf und die entsprechenden wunderbaren Schriftformen und Typen. Die andere Linie ist die Primus-Linie, große Uhren, aber trotzdem auch an kleinen Handgelenken tragbar, durch den abknickenden Bandanstoß überhaupt nicht, so dass sie überstehen würde bei meinem 17,5 cm Handgelenk. Wirklich klasse. Ich hatte die Gelegenheit, mit Simon Hall zu sprechen, der mir eine besondere Uhr gezeigt hat. Bei Hanhard, wir haben hier den Simon Hall, einen der beiden Geschäftsführer von Hanhard. Simon, magst du was sagen? Und doch, du hast doch, glaube ich, Uhren, die du mir zeigen möchtest. Hallo, servus zusammen. Ja, wir sind hier mit eigentlich gleich zwei Neuheiten. Die 417C, die wir zusammen mit dem Chronos Verlag kreiert haben. Man sieht es wirklich, also Old Radium, dann die Lünette in einem Aluminiumbronze, die Drücker in einem Aluminiumbronze und die Krone. Darf ich da direkt mal reingrätschen? Sehr Aluminiumbronze. Gern. Ich kenne Aluminium, ich kenne Bronze, ich kenne auch von Sinn die Goldbronze. Ja. Was ist das? Aluminiumbronze hat den Vorteil, ist schlägt nicht so schnell Patina an. Also okay. Aluminium verhindert etwas oder verlangsamt den Alterungsprozess. Das heißt, für die, die es wirklich auch shiny halten wollen oder behalten, die haben schon auch die Möglichkeit, durch stetige Pflege dann auch irgendwo diesen Alterungsprozess aufzuhalten oder umzukehren. Aber dennoch sollte man es nicht zu sehr dann schon mit der Patina beaufschlagen lassen, sonst wird es auch mit Zitronensäure etwas schwierig. Einfach einen Lappen nehmen mit Zitronensäure, das sollte funktionieren. Also Glas macht es überhaupt nicht aus, ja. Sollte natürlich nicht in die Dichtungen kommen, genau. Das ist die eine. Also ich finde es sehr, sehr gelungen, diese Bronzeansätze. Darum, früher gab es ja diese 417 ES, für die wir ja auch bekannt sind mittlerweile. ES steht in dem Fall für Edelstahl. Wir hatten aber auch eben auch diese Variante Messing und dann verchromt vernickelt. Ja? Und hier wollten wir einfach so ein bisschen darstellen mit dem Herrn Koch vom Edelner Verlag auch, diese vergriffene Lünette so ein bisschen aufgreifen, ja, wenn das Messing durchkommt. Und das, finde ich, ist wunderschön umgesetzt. Die Zeiger sind auch im Goldton, ne? Genau, genau. Und hinten dann natürlich auch mit dem besonderen Werk, mit dem AMT 5100, haben wir hier verbaut, ja, ein Flyback-Werk. Genau, Handaufzug mit einem Schaltrad anstelle von einem lockengesteuerten Chronographen. Und eben Flyback eingerichtet, 58 Stunden Gangreserve, ja, packen aber ohne Chrono alle über 60. Also genau, also super. Wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr tolles Produkt. Und dann zum anderen unseren Flieger Chrono für die Marineflieger in Nordholz. Und zwar die Geschwader MFG 3 und MFG 5. Das sind die zwei verbliebenen Fluggeschwader der Marine, die wir haben. Ist aus der Primus-Serie, ne? Genau, ist aus der Primus-Serie. Und man sieht hier wirklich, haben wir, wie ich finde, viele Sachen übernommen. Man kann sich aussuchen, ob man das MFG 3, was das jetzt ist, oder das Wappen des MFG 5 haben will. Und dann haben wir das hier wie in Edelstahl oder auch in einer PVD-beschichteten Gehäuse.
Und dann eben noch das Band konfigurieren. Und hier vorne, man sieht es an dem Chronozentrumszeiger, da haben wir einen Maritim Touch, die Poseidon-Gabel hinzu, ja, die ja normalerweise nicht da ist. Und unten drunter, das wird jetzt, kommt jetzt gleich zum Vorschein, das Stabszeichen. Das heißt, das ist der Stab, der den beiden Marinefluggeschwadern übersteht. Ja. Ja? Und das haben wir auch hier auf der Krone drauf, statt dem HNHH, ja, haben wir hier ebenfalls das Logo abgebildet. Ja. Also ich finde eine Limitierung wirklich mit sehr, sehr vielen gewechselten Themen oder ja, einzigartigen Sachen. Du hast eben das Band so schnell aufgemacht. Das ist auch yeah, eine Schließe, die das Band einklemmt, oder? Genau, also wir haben hier die zwei Stifte, einfach rein, dann rum. Okay. Wirklich eine ganz, ganz tolle Schließe. Kein Schrauben oder sowas? Nein, nicht, genau, nicht nötig. Und hier passen natürlich aber auch alle anderen Bänder der Primus-Serie dran. Ja, also egal, ob das diese Kautschukbänder sind oder Lederbänder, hier ist der Kunde dann auch irgendwo frei in seiner Super. Entscheidung. Die Schließe gibt es auch separat oder ist die der Die gibt es auch separat, aber sie passt nur an die Primus-Serie, weil wir hier im 22er das Anstoß 22er haben. 22er gleich laufen? Genau. Okay. Nein, oben haben wir 24. Hier haben wir 24 auf 22. Okay, das ist dann definitiv für größere Uhren. Die Schließe ist ja auch nicht gerade zierlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Da muss ja eine große Uhr dran. Nein, ist natürlich auch, wollten wir hier natürlich auch den Toolwatch-Charakter irgendwo aufgreifen und diese klare Visibilität, also man wird es auch sehen, jetzt gerade in der Nacht, diese großflächigen Superlumi belegten Sachen, das ist natürlich schon enorm gut, einfach wenn ich großflächig mit Superlumi belege, dann habe ich einfach auch nochmal eine deutlich intensivere Leuchtkraft. Ja. Super. Ich bedanke mich sehr. Ich sag Dankeschön. Und eine letzte Frage, die ich jedem stelle und von wo ich von keinem eine Antwort bekomme. Wir sind ja unter uns, kriegt ja keiner mit. Was kommt als nächstes? Ich sag ganz ehrlich, es kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch was. Das ist ja nicht mehr so wahnsinnig lange. Nein, und wie ja viele wissen, sind wir auch Stuckuhrenmanufaktur, wirklich mit über 90% In-House-Fertigung. Ja. Hast du auch schon drüber berichtet. Ja. Und wir dachten uns auch mal, es wäre auch mal schön, das zu transportieren und lass uns doch mal eine Uhr machen, die in einem Twinset mit einer Stoppuhr ausgeliefert wird. Ihr dürft gespannt sein. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Danke. Eine ganz besondere Marke ist Henschel aus Hamburg. Wer es noch nicht getan hat, schaut mal auf YouTube vorbei. Schaut euch das Video mit dem Harald Krasnitzer an. Ein unglaublich stimmungsvolles Video, was in meinen Augen die DNA der Marke unglaublich gut wiedergibt. Wunderbare Uhren, sehr hohe Fertigungsqualität, ein ganz bestimmter Stil, eine ganz bestimmte Formensprache, sehr viel in Handarbeit. Es wird immer auf Kunden individuelle Wünsche eingegangen. Eine Marke, die ich wunderbar finde, leider nicht der Stil der Uhren, die ich normalerweise tragen würde. Aber es reizt mich ungemein, einmal nach Hamburg zu fahren, die Marke vor Ort zu besuchen und auch entsprechende Aufnahmen zu machen, Gespräche zu führen, einfach weil mich die Art und Weise, wie hier Uhren gebaut und auch Uhren gelebt wird, fasziniert. Wirklich grandios, preislich natürlich nichts für den kleinen, spontanen Zwischendurchkauf, sondern schon ein sehr pointierter Kauf. Das absolute Kontrastprogramm dazu ist Shorokov, bekannt durch extravagantes, buntes, auffallendes Design. Auch eine Marke, die aus der Masse heraussticht. Und ich hatte das große Vergnügen, ein Gespräch zu führen. So, ich bin hier bei Shorokov. Wir hatten einen Termin und ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Magst du kurz sagen, wer du bist und was wir heute hier sehen werden? Hallo, mein Name ist Inga Dafi-Shorokova und ich bin für den Marketingbereich bei Alexander Shorokov zuständig. Und die Tochter von Alexander Shorokov. Und ich möchte euch heute eine ganz besondere Neuheit zeigen oder vorstellen. Das ist unser Vollkalender Merkur. Das erste Modell, was wir überhaupt mit Vollkalender präsentieren. Wunderbar. Dann lasse ich jetzt die Zuschauer mal das Wackeln mitmachen, dass ich die Kamera ein bisschen umsetze.
Und da haben wir das gute Stück. Genau, also das ist unser Vollkalender. Ist ein wunderschön harmonisches, fast schon ein bisschen im Retro-Style designtes Modell. Es ist unser erster Vollkalender. Sie sehen hier mit dem orangefarbenen Zeiger stellen wir hier den Tag ein. Oben im Rechteck auf der linken Seite ist der Wochentag zu sehen. Rechts haben wir den Monat und unten bei 6 Uhr haben wir die Mondphase. Sie ist auch im avantgardistischen Stil von Alexander Schorkow gestaltet. Und die Kombination zwischen dem Gold, dem Smaragdgrün und dem intensiven Orangefarbton gibt einfach wirklich ein schönes harmonisches Bild. Als Werk für den Vollkalender. Darf ich noch mal kurz das Blatt sehen? Was ich auch klasse finde, ist, der Reo ist farblich noch mal schön abgesetzt zum Blatt. Zeigerdatum auf dem Reo und das noch mal schön farblich abgesetzt. 44er Uhr? 43,5 mm. Okay. Ja. Wirkt aber deutlich kleiner, da die Taganzeige außen in einem helleren Ton als das Ziffernblatt gewählt wurde. Und weil der Reo auch relativ schräg ist, damit das eigentliche Blatt einen kleineren Durchmesser hat. Ganz genau. Absolut richtig. Fällt mir sehr gut von der Farbgestaltung her. Natürlich eure typischen Zeiger. Unsere liebevoll, ich nenne sie liebevoll, unsere Basilika-Zeigerchen. Natürlich die 60 da, wo sie hingehört, wie immer. Kennt man bei Alexander Schorkow. Ist dann die Serie Avantgarde? Signature-Styled und ist aus der Avantgarde-Kollektion, genau. Absolut richtig. Super. Genau, das Werk ist auch sehr besonders. Es ist auf Basis Ether und der Vollkalender-Modus ist von Devoir de Prat. Das haben sie uns in der Schweiz so zusammengebaut. Der Rotor ist handgraviert und veredelt und das Modell ist limitiert auf 31 Stück und später beim Verkauf wird die Limitierungsnummer auch hier eingraviert per Hand. Ja, der Rotor ist ja wirklich ein Kunststück, ne? Und das macht ihr ja auch in-house, ne? Ja, das machen wir alles im Haus, genau. Wir veredeln, wir handgravieren im Haus. Wir haben viele Arbeiten, die wir im Haus, also viele handwerkliche Arbeiten, die wir im Haus machen, wie zum Beispiel emaillieren, skelettieren, handgravieren, veredeln, wir bläuen die Schrauben auf, also wir bauen auch eigene Module, nur dieses jetzt nicht, aber bei anderen Regulatormodulen, wir haben schon selber die Komponenten zusammengestellt und zusammengebaut, also alles, was wir machen können, was mit Handarbeit zu tun hat, machen wir bei uns im Haus. Klasse. Genau. Und 31 Stück limitiert, habe ich glaube ich schon gesagt. Und wo wird die preislich liegen oder wo liegt die preislich? Die liegt bei 3.490 Euro im VK. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Genau, sie wird mitgeliefert mit so kleinen Sticks. Dann kann ich hier seitlich mit diesem Kit sozusagen alles problemlos machen. Okay, es sind vier Drücker für die verschiedenen Datumsfunktionen, nehme ich an. Genau. Sehr schön. Vorne, hinten, Saphir? Ja, immer bei uns. Standard bei Alexander Schorkow. Klasse. Darf ich die mal neben und was näher an die Kamera halten? Natürlich. So ein bisschen drehen, versuchen ohne Reflexion. Der Messefotograf eben hatte ja so ein Abdeckvlies, aber das kriege ich nicht hin, da fehlt mir dann eine Hand. Herrlich, wirklich. Richtig schön. Ihr habt ganz viel von diesen kleinen Limitierungen. Ne? Ja, das wollen wir auch so beibehalten, weil wir legen eher Wert auf ein kunstvolles, innovatives, kreatives Design. Wir haben sehr viele Ideen und wir wollen, dass auch der Endverbraucher oder der Kunde, dem die Uhr eben gefällt und er sich mit unserer Marke etablieren kann und er sich mit uns im Einklang findet, dass er auch für sich was Besonderes hat. Dass er nicht das Gefühl hat, er ist einer von vielen, sondern dass er ebenfalls auch etwas ganz Besonderes in kleiner Limitierung für sich gefunden hat. So eine bestimmte Exklusivität. Absolut. Absolut. Eure Uhren fallen ja in jedem Fall auf. Die erkennt man ja aus 30 Meter Abstand. Das ist ja das ist genau das, was wir wollen. Ja. Also wir haben mit unserem Design
mit unserer Ausrichtung haben wir eigentlich selbst diese Nische kreiert für diese kunstvolle Uhren, für dieses außergewöhnliche Design. Und man muss es sich mal vorstellen, dass alle Designs, die man bei uns sieht, dass mein Papa die eigenständig mit Hand noch, ja, mit einer Skizze, mit einem Stift und auf Papier noch zeichnet. Das kenne ich nur von einer anderen Firma. Ja, und das ist wirklich großartig, ja, finde ich. Das ist was Besonderes. Du weißt, der Klaus Botter und sein Team, die zeichnen auch in der Hand. Er ist auch Grafiker. Ich habe einen tollen Bericht über Botter gelesen und gehört auch und schätze ihn auch sehr, weil er macht komplett was anderes. Ja. Aber er macht auch komplett sein eigenes Ding und das finde ich total mega kreativ. Genau wie ihr hat er seine Nische. Und die ist auch ganz klar definiert. Absolut. Und da werden auch die Ränder nicht aufgeweicht. Absolut. Und das, jeder hat für sich etwas gefunden, wo er mit Leib und Seele dabei ist. Ja. Und das spüren die Kunden. Das ist nicht nur ein Produkt, das ist eine ganz besondere Geschichte, ein ganz besonderer Zugang zu der Uhrenwelt. Ja. Und das spürt auch der Kunde. Also, das ist dann auch sehr authentisch. Wenn man es versucht, jedem recht zu machen, dann wird es schnell beliebig. Absolut, ja. Das machen wir hier bei uns sowieso nicht. Nein, also man kann euren Uhren echt viel nachsagen. Aber beliebig aber nicht, sind sie langweilig. Beliebig und langweilig, das ist wirklich, das ist das Letzte, was man dazu das sagen stimmt, kann. Ja. Man kann sagen, es ist mir zu bunt, zu auffällig, ist nicht mein Stil, das kann man alles sagen. Aber sie sind wirklich absolut einzigartig, aufregend und es gibt unglaublich viel drauf zu entdecken. Ich weiß, als ich die Diebling vor der Kamera hatte, mit den Wellen und dann den Schriftzug der Wellenform angepasst. Ja. Das siehst du aber erst, wenn du dreimal hinguckst. Und der Gehäuseboden mit dem Schildkrötenpärchen. Genau, und kleine Details. Und die Säulen, wo die Schrauben. Das, das siehst du aber erst, wenn du dann x-mal hinguckst. Ne? Absolut, das so. Absolut. Gestern kam ein Kunde zu uns und der hat ein etwas älteres Modell gehabt, die Lucky 8. Und er hat auch gesagt, er saß beim Arbeiten und wollte eigentlich gucken, wie viel Uhr es ist. Und hat er wieder irgendwas entdeckt. Dann hat er da geschaut und mit der Kreativität des Ziffernblatts betrachtet. Dann hat er wieder angefangen zu arbeiten und hat schon ganz vergessen, dass er eigentlich auf die Uhrzeit gucken wollte und hat sich wieder in irgendwas anderes verguckt sozusagen. Gibt doch kein größeres Kompliment, oder? Also wirklich, das war so ein schönes Kompliment. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Ja, super. Ich bedanke mich sehr. Sehr gerne. Auf meinem Kanal liegt mein Fokus ja auf deutschen Uhrenmarken. Auf der Watchtime gibt es aber sehr viel mehr zu sehen. Im Hintergrund seht ihr Garmin, hier Pletsch als Juwelier. Es gab Fortis, Formex, es gibt aber auch wirklich große Marken wie Seiko, die präsent sind. Wirklich für jeden etwas dabei, aber auch wirkliche komplette Überraschungen. Und für mich zählt zu diesen kompletten Überraschungen Leica. Bitte unbedingt bis zum Ende durchhalten. Leica ist für mich eine der Überraschungen auf der Watchtime 23 gewesen. Einige Stände waren immer so voll, dass man kaum eine Chance hatte, die Uhren zu filmen. Sinn gehört dazu. Oft 2, 3, 4er Reihen. Aber die meisten Sinn-Uhren habe ich ja schon gezeigt, beziehungsweise andere werden es tun. Ich habe keine Chance gehabt, hier wirklich in Ruhe einmal zu filmen. Das werde ich aber zu gegebener Zeit eventuell nachholen. Dafür gab es andere Marken, die wirklich Interessantes zu zeigen hatten und das zeige ich euch gerne jetzt. So, ich bin hier bei Bruno Söhnle und schaue mir zwei neue Uhren an. Mein Gesprächspartner ist der Dario von Bruno Söhnle, Bereich Marketing. Wunderbar, du hast mir zwei Uhren mitgebracht zum Anschauen, die du mir zeigen möchtest. Ich möchte dir und deiner Community gerne die zwei neuesten Erscheinungen von Bruno Söhnle zeigen. Einmal die Turin Automatik und den Turin Chronographen. Erstmal zum Gucken. Ja, die grüne, die hatte ich mir gestern schon angeguckt. Ja. Das ist wirklich. Das ist natürlich ein Eyecatcher. Absoluter Eyecatcher. Da muss man zwingend hingucken. Ich muss mal ganz kurz noch mal ein bisschen was in der Blende machen. Ja, so besser. Genau, ganz kurz ein paar Worte dazu. Die Turin
An sich als Produktfamilie ist jetzt nichts Neues in dem Sinne. Die gab es letztes Jahr, bis zum letzten Jahr kamen sie raus in 41 mm und in 34 mm. Also ein bisschen, ich sag mal, klarere Verteilung Herren- und Damenuhr. Und als mit einem Quarzwerk. Auch sehr flach, wunderbare Dresswatch. Gab es jeweils in drei Farbvarianten. Und letztes Jahr waren wir auch schon auf der Watchtime und auf der Wind-Up in New York. Und da gab es vermehrt das Feedback, mach doch mal die Turin, die ist so cool, auch mit dem Stahlband. Es trägt sich super. Mach die doch mal in einem bisschen tragbareren Durchmesser. Vielleicht Unisex-Größe, irgendwas unter 40, 38, 39. Und das wäre das Beste, mach es doch mal als Automatik. Ihr habt so schöne Automatikwerke. Und dann bin ich nach Hause gekommen von den Messen. Habe im nächsten Meeting gesagt, Mensch, guck mal, so sieht's aus, das ist das Feedback, was wir bekommen haben. Kann man da nicht mal was machen? Dann haben wir hin und her diskutiert und letztendlich haben wir dann die Turin-Automatik gemacht. In vier verschiedenen Farbvarianten. Ich kann dir auch gerade noch mal meine zeigen. Die ist noch, es ist kein Weiß, eher so ein Creme Off-White mit schwarzem Minutenring. Oh, das ist interessant gemacht. Die Minuterie ist schwarz, ja. Beziehungsweise der Reo ist wieder weiß. Genau. Ja, das ist das gleiche Muster wie hier. Hier haben wir es ja genau, in knallgrün und den Minutenring auch wieder weiß und die Reo auch wieder. Okay, in aber da ist der Kontrast etwas geringer als bei deiner. Da fällt das dann doch deutlich mehr auf. Das ist meine Lieblingsfarbkombination, weil die halt super gut tragbar ist zu allem, was irgendwie weiß, braun oder blau ist oder beige. Das ist halt gerade genau mein Stil. Dann gibt es die noch in dunkelgrau mit schwarz und in dunkelgrün. Oh, ich hätte jetzt darauf gewettet, dass ihr auch die neue Modefarbe Lachs habt. Lachs hatten wir tatsächlich bei der 34er Turin aus letztem Jahr. Okay. Ja. Genau, und den Turin Chronograph gibt es ebenfalls in drei verschiedenen Farbvarianten. Hier nicht matt, sondern mit Sonnenschliff, dass sich das so ein bisschen voneinander abhebt. Wir haben hier drin ein veredeltes Quarzwerk. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Ja, dann kriegst du ein bisschen rein, ja. Ja. Genau, und den haben wir dann eben auch in dem kleineren Gehäuse gemacht. Gehäuse basiert quasi aufeinander. Nur dann eben mit den zwei Pushern noch. Wir haben das Großdatum auf 12 Uhr mit zwei Datumscheiben. Den Chronograph mit auf 10 Sekunden. Also wirklich ein Großdatum, nicht nur ein großes Datum. Genau, wirklich ein Großdatum und kein Großdatum. Genau, wir können uns nachher auch noch mal kurz die anderen Farbvarianten vorne in der Vitrine angucken. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich dir noch mal ein bisschen was zu den Veredelungen. Ja, gerne. Also hier, das ist jetzt die Veredelungstechnik bei dem Quarzwerk, was ich gerade in Turin Chrono gezeigt habe. Genau. Wir sehen auf der linken Seite das Messingwerk, ist ein Schweizer Quarzwerk von der Firma Ronda. Hat den Vorteil, dass die ausschließlich Messingteile benutzen, auch bei den Kleinstteilen. Sprich keine Plastikteile. Das Ding kann man genauso gut revisionieren wie ein Handaufzugswerk oder ein Automatikkaliber. Wir demontieren das komplett. Die Räderwerkbrücken, die Abdeckplatten, die große Platine. Alles bekommt seine Gravur. Die Abdeckplatte bekommt den typischen Glashütter-Streifenschliff. Das Witzige dabei ist, oder was heißt das Witzige, das Aufwendige, tatsächlich wusste ich nicht. Ich dachte, man spannt 10 von den Platinen ein in die Maschine, dann fliegen am Ende 10 raus, aber tatsächlich muss nach jeder einzelnen Platine der Schleifkopf gewechselt werden. Das heißt, du legst eine rein, wartest die Zeit, nimmst du raus, wechselst den Schleifkopf, legst die neue ein und so weiter. Das ist unglaublich viel Arbeit, was da drin steckt. Ich habe bei Borgward mal ein Uhrenseminar gemacht und habe mein eigenes Werk veredelt. Ja. Das ist krass, gell? Mit Perlage und Streifenschliff und Rodinieren. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut sieht, hier unten, da wo mein Finger jetzt gerade ist. Oh, Fokus schwierig. Die Finger bitte weg. Dann ja. Man sieht es jetzt nicht so, aber das sind die thermisch gebläuten Schräubchen. Die nehmen wir, dann werden die natürlich abgeschliffen und dann werden die thermisch gebläut. Auch bei dem Quarzwerk. Ich ziehe jetzt nochmal die Kamera zurück, nur mal, um zu zeigen, wie groß sie wirklich sind im Vergleich zu deinen Fingern. Ja. Das ist schon. Genau, und das ist quasi die Wertschöpfung und die Arbeit, die in dem Quarzwerk steckt. Das zeige ich mir vollständigkeitshalber noch ganz kurz das Thema Automatik, weil wir haben hier auch
die Basisteile von einem bekannten Schweizer Hersteller ist das Cellita SW200. Aber entgegen der Vermutung kaufen wir nicht das ganze Werk, sondern nur die Teile, die wir gerade sehen. Das heißt die Basisplatte, Räderwerkbrücken, Automatikbrücken. Und diese werden dann im Anschluss perliert. Das nur die Teile? Ja. Der ganze Kraftstrang, wo kommt der her? Bitte? Der ganze Kraftstrang, Feder, Hemmung? Die werden dann danach eingebaut. Die werden dann auch so gekauft. Aber das sind die Teile, wo primär die Veredelung stattfindet. Okay. Genau, die Perlage wird per Hand gemacht. Da sitzt dann einer den ganzen Tag mit der Perliermaschine. Ja. Dann werden die Teile noch graviert mit dem BS175, wie das dann am Ende heißt. Dann werden sie vernickelt noch und am Ende montiert. Den Rotor, den ihr gerade gesehen habt, der wird komplett in-house gefertigt, Eigenproduktion. Aus einem soliden Block Messing herausgefräst und Stück für Stück zugeschnitten, sage ich jetzt mal. Bis das dann am Ende so aussieht wie hier oben rechts. Und das ist dann auch das Werk, was dann in der Turin-Automatik zu finden ist. Und zu guter Letzt noch mein Highlight, auch optisch. Das Handaufzugskaliber. Ja, da brauchst du schon ein etwas größeres Gehäuse für. Ist auch auf der Basis vom ETA 6498-2 ist das, glaube ich. Gleiches Spiel, Grundplatine, Abdeckplatten, Räderwerkbrücke. Ja. Mit dem Unterschied, dass wir hier die Abdeckplatten nicht verwenden, sondern unsere eigene Dreiviertelplatine fräsen. Die Räder bekommen auf den so ein bisschen Sonnenschiff. Genau. Dann am Ende, wir sehen hier das Endprodukt. Wir haben eine Sonnenschliff auf Aufzugsrad, Sperrrad. Wir haben eine Spannhalsfeinregulierung. Man sieht schön die Perlage. Wir haben die Rubine, die Lagersteine, auch nicht einfach so eingepresst, sondern die werden gehalten von echt goldenen Chatons. Die bestehen aus 14 Karat Massivgold. Die werden poliert von Hand. Die Steine kommen da rein, dann werden sie verschraubt. Auch mit den thermisch gebohrten Schrauben wieder. Und das ist doch ein echt geniales Endprodukt, würde ich mal sagen. Besonders schön fand ich, dass es nicht nur Uhren gab, sondern auch einen Bereich, um sich etwas zurückzuziehen, mal hinzusetzen, etwas zu essen, etwas zu trinken und das Ganze in einem wirklich angenehmen Ambiente, wie ihr hier sehen könnt. Preise leider messetypisch etwas am oberen Rand, aber man konnte einmal sich etwas ausruhen, den Flüssigkeitshaushalt auffüllen, bevor es wieder in die Messehallen der Rheinterrassen ging, um sich die Uhren anzuschauen. Direkt am Eingang ein großer Stand von Pledge mit Omega, Breitling. Nicht die Uhren, die ich üblicherweise auf meinem Kanal zeige, aber sehr prominent platziert, wirklich direkt am Eingang, sodass man hier immer dran vorbei musste und sich diese Uhren auch mit Genuss und auch viel Zeit ansehen konnte. Persönlich habe ich, ein alter Kollege aus dem Senuhrenforum war gerade im Bild, persönlich habe ich große Freude an etwas kleineren Marken. Blancpain ist jetzt eine Marke, die nicht die Größe von Rolex, Omega oder Breitling hat, aber auch preislich in einem Segment, die nicht für jedermann erreichbar ist. Glashütte Original, eine Marke, die ich wirklich sehr schätze. Ich mag die Uhren, ich mag den Stil und ich bin hier auch tatsächlich bereit, einen Premium-Aufpreis für die Marke zu zahlen. Eine Marke, die ich noch nicht kannte aus Genf. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, mir das genauer anzuschauen, weil ich viele Gespräche geführt habe. Das ist leider komplett an mir vorbeigegangen. Hier noch einmal Alexander Shorokov mit den sehr auffallenden bunten Uhren. Und man sieht es auch in der Auslage, dass Alexander Shorokov nicht nur gute Uhren baut, sondern auch tatsächlich sehr viel Wert auf Design und Exklusivität legt. Wir sind hier
zu einer Zeit, als noch nicht viel los war. Es ist genau die Mittagszeit, sodass viele in der Cafeteria waren und eine kleine Pause gemacht haben. Zu den Stoßzeiten haben wir diesen Rundgang leider überhaupt nicht filmen können, weil es schlicht unmöglich war, hier die Stände oder die Gänge auch nur frei zu erwischen. Wir laufen jetzt hier auf den Stand von Seiko zu, eine Weltmarke direkt gegenüber von Hanhard, eine kleinere exklusive Marke aus dem Schwarzwald. Es gab unter den Ausstellern überhaupt keine Berührungsängste und persönlich muss ich auch sagen, ich finde, es war eine wahnsinnig familiäre Atmosphäre auf der Messe, was mir unglaublich gut gefallen hat. Hanhard, wie auch gerade rechts im Bild Guinan, werde ich im Laufe des Videos noch einmal dediziert und einzeln zeigen, auch dort Gespräche führen. Jetzt gehen wir aber Richtung Botter, um mal zu schauen, was Klaus Botter uns Neues zeigt. Ich bin hier bei Botter und mein Gesprächspartner ist Klaus Botter und er wird mir jetzt wahrscheinlich hochinteressante Uhren zeigen, vielleicht sogar sagen, was als nächstes kommt, wobei ich gestehe, die Hoffnung ist nicht sehr hoch, weil da hat mir doch keiner wirklich ernsthaft darauf geantwortet, aber vielleicht zeigst du mir mal die letzte, schönste, neueste Uhr, die ihr rausgebracht habt. Okay, also die schönste ist schwierig, weil, wie gesagt, ich mag alle meine Kinder, mir gefallen sie alle gut. Die neueste Uhr, muss ich mal überlegen, die neueste Uhr ist eigentlich immer noch die Jubiläumsuhr, die jetzt kurz vor der Produktion steht. Also das heißt, sie ist in der Produktion kurz vor der Fertigstellung. Kurz ein bisschen drehen, dass ich die Reflexionen rausbekomme. Okay. Ja, so ist perfekt. Okay. Kurz vor der Produktion, das heißt, die ist noch gar nicht auf der Webseite? Doch, also die ist auf der Webseite, sie ist auch in der Produktion. Es ist alles fertig, bis auf die Zifferblätter, da warten wir noch. Die wird aber auf jeden Fall vor Weihnachten, wahrscheinlich Anfang Dezember, fertig werden. Und dann, was neu ist bei uns, echte Neuigkeit ist, dass jetzt alle Uhren, also wirklich alle Modelle in Titan verfügbar sind. Wow. Das ist die eine Neuigkeit. Dann die Wanduhr ist ähnlich wie bei der Uno 24. Die wird auch voraussichtlich Ende November, Anfang Dezember fertig sein. Ist das die Originalgröße? Das ist die Originalgröße. Wow, das ist natürlich nichts für die Küche, da kann ich meine Küchenuhr nicht wieder ersetzen. Ja, obwohl man soll es nicht überschätzen, wir haben bei uns die tatsächlich in der Küche hängen, also zwischen Wohnraum und Küche. Und die Wand ist 80 cm breit. Und das sind 50, 60? Das sind 50, ja. Also ein Raumobjekt. Ja. Es ist eigentlich erstmal ein Raumobjekt und in zweiter Linie eine Zeitanzeige, aber eine, die auch extrem viel Ruhe ausstrahlt für den Raum. Eine Neuigkeit haben wir trotzdem noch, wir können gerade mal darüber laufen. Ja. Darf ich mal ganz kurz hier durchgehen? Dankeschön. Ich habe eine Lücke gesucht, die zu mir passt. Ja, okay. Das sieht man, unsere Damenkollektion. Wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt mit unseren Damen im Büro und haben gemeinsam Uhren damenmäßig ausgestattet. Wir haben die ausgewählt, die sich von Natur aus schon ganz gut für Damen eignen und haben die unter Beratung von unseren eigenen Designerinnen mit Bändern kombiniert, die besonders gut zu diesen Uhren passen. Das sind jetzt Uhren, die sind jetzt sicher nicht für jede Dame geeignet, aber für die Damen, die modernes Design lieben, die auch ein Selbstbewusstsein haben, die sich auch gern mal eine moderne Uhr leisten würden, dafür stellen wir die Uhren her und das Ganze eben von der Farbgebung etwas femininer gestaltet als unsere normalen Uhren. Aber ich glaube, man sieht ganz gut, das sind Uhren, die schon eher so in die weibliche Richtung gehen, ohne diese gestalterische Klarheit zu verlieren. Ja, die Bandauswahl ist natürlich ganz klares Indiz. Die Uhren selber könnte ich mir auch, ehrlich gesagt, an jedem Männerhandgelenk vorstellen. Die Trescolor. Ja. Das ist ja nun nicht unbedingt eine typische Damenuhr, finde ich. Das muss jeder für sich selbst festlegen. Also wir haben durchaus Damen, die auch, sage ich mal, Uhren, die ich jetzt als maskulin empfinden würde, tragen und sagen, sie finden genau das gut. Und umgekehrt gibt es auch. Ist die neu?
Nee, das ist die Jubiläumsuhr zum 30-jährigen Jubiläum von der UNO. Die gibt es jetzt auch seit 7 Jahren mittlerweile. Ich habe hier auch von der Jubiläumseinzeiger, aber ich... Das ist wahrscheinlich die daneben. Das ist die für das 35-jährige Jubiläum. Nee, ich habe die mit silbernem Zeiger. Ich habe die definitiv Silberne? Nicht mit rotem Zeiger. Okay, also die silbernen, das sind die normalen. Gut, das kann natürlich auch am Licht, an der Lichtreflexion liegen, dass das jetzt hier anders aussieht als bei mir. Aber sehr schön. Und habt ihr schon von Kundinnen ein Feedback bekommen? Ja, wir haben sehr positives Feedback. Gerade so die Grautöne kommen gut an. Was kam noch gut an? Das weiße Band. Da sieht man, wie dann über die Bandausstattung aus so einer maskulinen Uhr dann doch ganz schnell eine feminine Uhr werden kann. Ja. Aber die Genetik ist die gleiche. Also diese Klarheit im Design, die klare Produktsprache, dann die Logik natürlich, die unsere Uhren haben, die sind bei den Damenuhren genauso. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Sehr gerne. Super interessant. Und von Botta geht es direkt zu Guinan. Guinan hat ja Werbung gemacht für die GA44 Deep Wave und hat hierfür den eben gezeigten Seesack angepriesen. Ein wirklich schönes Stück habe ich mir auch direkt abgeholt, sehr praktisch. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür an Guinan, ein wirklich sehr sinnvolles Giveaway, was mir an den Messetagen sehr geholfen hat. Nochmal kurz ein Blick in die Runde, weil es gerade am Stand so voll ist, dass ich nicht zu den Uhren komme. Guinan gegenüber von Seiko, gegenüber von Hanhart, die große Uhrenwelt auf wenigen Quadratmetern. Und man kann alles betrachten, sofern man etwas Geduld hat und gut an die Stände rankommt. Jetzt zeige ich euch den Seesack noch einmal ein kleines bisschen aus der Nähe. Im Hintergrund seht ihr Matthias Klü, den Geschäftsführer von Guinan. Die Uhr im Wasserzylinder, die ihr hier seht, ist wirklich der Hingucker auf der Messe gewesen. Die Säule ist wirklich mit Wasser gefüllt, steht auf einem Zement ausgegossenen Fuß. Schwerstarbeit im Hause Guinan, um den Messestand auszurichten. Was mich natürlich interessiert hat, war die neue Taucheruhr, die Deep Wave GA44. Hier meine Aufnahmen von Samstag. Die habe ich noch alleine gemacht, ohne mir den Fachmann dazu zu holen. Und mir die Uhr auch wirklich erklären zu lassen. Ich kann sagen, mir gefällt das Erscheinungsbild ausgesprochen gut. Eine absolut stimmige Uhr. Keine Kopie. In meinen Augen irgendeines bekannten Designs. Extrem gut ablesbar. Komplett auf Funktion getrimmt. Mit den aufgesetzten Leuchtkeramik-Indizes, die wirklich richtig gut leuchten. Ein Gehäuse im Stile der Serie 40, aber, soweit ich das sehen konnte, doch erkennbar flacher. Das Blatt ist matt, sodass übertriebene Reflexionen vom Blatt nach unten gegen das Glas vermieden werden. Die Lünette leuchtet selbstverständlich und wie ihr hier sehen könnt, leuchtet die Uhr auch wunderbar, was man hier leider nicht so gut sehen kann. Die beiden Zeiger leuchten in unterschiedlichen Farben, sowie auch das Leuchtdreieck. So, ich stehe hier nochmal bei Guinan, denn gestern habe ich es versäumt, die geniale Schließe zu filmen, die neue geniale Schließe. Sieht zunächst einmal aus wie eine ganz normale Schließe, hat allerdings das Gründungsjahr von Guinan auf der Schließe. Ist gehärtet bis 1200 Bicker und hat eine Verstellmechanismus in der Schließe. Und den müsste ich mir tatsächlich einmal zeigen lassen, denn das kriege ich, glaube ich, doch, da steht es. Da ist ein Push-Knopf an meiner linken Hand. Und wenn ich da drauf drücke, passiert nichts. Passiert nichts. Ah, alles klar.
Ich kann also hier auf diesen kleinen Rand drücken. Dort. Und dann die Schließe verstellen. Und zwar in wirklich kleinen, gliedrigen Schritten. Das ist ziemlich genial. Jetzt kommt der Matthias Klü, der Chef vom Ganzen. Ich nutze das, ihm direkt ein Mikro anzustecken. Ich habe mir gerade die Schließe angeschaut. Darf ich dir das anstecken? Na klar. Ja. Ich finde die super, aber das hörst du ja nicht zum ersten Mal, dass die Uhr super ist. Das höre ich nicht zum ersten Mal tatsächlich, dass die Uhr stimmig ist. So würde ich das mal sagen, stimmig. Das war unsere Idee. Ja. Also die Idee war, wir wollten in unserem Designsprache bleiben. Ja. So, das Gehäuse ist eine komplette Neuentwicklung. Ja. Das einzige Teil, was dieses Gehäuse mit unserem bisherigen teilt, ist die Krone. Jetzt bin ich ja interessiert, aber überwiegend Laie. Für mich sieht das doch dem Serie 40 Gehäuse nicht unähnlich. Stimmt, aber es ist eine komplette Neukonstruktion. Komplett. Okay. Und zwar, also ich habe die Maßgabe ausgegeben. Moment, da muss ich dann nochmal. Genau, ich habe die Richtung ausgegeben, dass wir eine flache Taucheruhr machen. Also 12 mm als Gehäusehöhe. Das war meine Idee. Mhm. Und das geht tatsächlich nur, wenn man von null anfängt und alles neu macht. Aber vom Design her natürlich schaut, dass die so aussieht, wie die genau ausschaut. Ja. Das ist so ein bisschen das, die Idee. Also die ist auch deutlich flacher, ne? Meine Güte, ist kein Chronowerk drin, dann darf ja. Die auch, kann die auch flacher sein. Flach und trotzdem haben wir geschaut, dass der gerändelte Rand zum Greifen höher ist wie bei den Chronos. Steht auch einen halben Meter über, ne? Da steht ein bisschen über, ja. Und ist höher wie bei den normalen Chronos, damit man sie auch ordentlich greifen kann. Also auch mit Handschuhen zu bedienen, wirklich auf Funktion gemacht. Durchgängig beschriftet, darf ich? Ja, klar. Durchgängig beschriftet. Das erwartet eigentlich die Tauchervorschrift von Uhren, auch wenn das nicht jeder macht. Ja. Die ist durchgängig beschriftet. Bei den Zifferblatt-Indizes haben wir auf diese Leuchtbricks zurückgegriffen, die wir für die Leuchtkeramik für die Grader halt, ja. Ja. Zurückgegriffen, die wir da haben, weil das halt optimale Leuchtstärke erzeugt. Farbkodiert, ist klar, also der Minutenzeiger und der Sekundenzeiger und der Leuchtpunkt haben eine andere Farbe wie der Stundenzeiger und wie die Stundenindizes. Bei dem Serienmodell sind noch die großen Striche und die Minuten mit Leuchtfarbe ausgelegt. So. Auch wieder ein doppelt gewölbtes Saphirglas. Bei dem Modell außen und innen entspiegelt. Klasse. Also ich finde die auch sehr, sehr stimmig. Aber das Highlight ist, glaube ich, für viele die Schließe gewesen. Ne? Das gab viele Rückmeldungen, dass sie auf sowas lang gewartet haben. Ja. Was ich gut verstehen kann, weil ja der ein oder andere große Hersteller und auch sogar kleine Hersteller mit Feinverstellungen in den letzten Jahren vorausgeprescht sind und bei uns das die ganze Zeit schon im Orbit kreiste und wir gesagt haben, für eine Uhr zum Tauchen brauche ich das. Wir wollen keine Taucherverlängerung machen, ja. Weil die passt nie von der Länge her, sondern wir wollen eine Verlängerung machen, die, da ist jetzt eine Folie drauf, die 17 mm rausgeht. Und das war eine harte Übung. Ja, wenn du Uhren nur an Kunden verkaufst, die eine Tauchverlängerung wirklich brauchen, dann ist der Umsatz eingeschränkt. Dann wird das eine Kleinserie. Ja. Das war die Idee und wir wollten natürlich schauen, dass der Schließendeckel nicht zu hoch baut. Weil bei einer Uhr, die 12 mm an Höhe hat, wenn dann der Schließendeckel gefühlt hier noch ein Zentimeter ist,
dann sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Und ist auch, wenn ich das richtig sehe, leicht gebogen, was ich sehr schön finde. Ja, ja, klar. Das nimmt die Wölbung auf. Ja. Ist in 11 Schritten verstellbar. Okay, also 1,7 mm pro Schritt. Ja. Sehr schön. Also mit dem Drücker muss man ein bisschen üben, ne? Vor allem, wenn man an der Kamera vorbeigreift. Also mit den Drückern, die soll ja nicht versehentlich... Ich meinte die Verlängerung da, ne? Ja, genau. Ja. Deshalb passiert da so nichts, sondern man muss wirklich hier vorne am Rand... Und dann ein bisschen nach außen wegkippen, ne? Eigentlich nur eindrücken und rausziehen. Okay. Aber ganz vorne. Ja, damit man nicht versehentlich durch Druck sozusagen das irgendwie rausholt. Und rein geht dann ohne Druck, ne? Rein geht. Ja. Das war so ein bisschen die Überlegung, die dahinter steht. Und natürlich die Schließe passt tatsächlich an unser Standardband. Klasse. Wäre also auch nachrüstbar für bestehende Bänder, wenn man ein normal großes Handgelenk hat. Also wenn jetzt jemand 16 cm hat. Die ist durch den Mechanismus etwas länger, das habe ich schon gesehen, ja. Die ist etwas länger. Also geht nicht anders. Irgendwo muss das ja hin, ne? Wenn man sie nicht höher bauen will, muss es irgendwo hin. Und ich habe jetzt einen 18er Handgelenksumfang. Ja. Und für mich ist super. Also für mich ist es total super. Nein, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, danke. Und was kommt als nächstes? Man, so unter uns hört ja sonst keiner. Ja, das weiß ich auch noch nicht. ich frage alle und keiner sagt was. Das muss irgendwie hier an der Luft liegen in Düsseldorf. Das liegt daran, dass wir alle ganz, ganz lang vorplanen. Also an dieser Taucheruhr haben wir gefühlt ein halbes Jahrzehnt gearbeitet, wobei die ersten Jahre waren, machen wir sowas oder bringen wir die 298. Replika einer Rolex-Taucheruhr raus. Dann haben wir gesagt, wir brauchen sowas wieder, wir brauchen eine Uhr, die primär sich auch im Element Wasser wohlfühlt. Eine Frage, weil die habe ich schon in Foren gelesen. GA44, für was steht das? Also, das ist, hat auch Historie. Genau, ja. So, 40 sind unsere Chronos mit 40 mm. Ja. 42 die Chronos mit 42 mm. Dann zur Verwirrung kommt keine 44 mm Taucheruhr, sondern... Das haben nämlich einige erwartet aufgrund der Bezeichnung. Das haben einige erwartet, ja. Das haben wir bewusst in Kauf genommen. Wir haben mit einer Uhr namens AS Flieger vor ein paar Jahren mal eine 3-zeige Uhr in einem ähnlichen Gehäuse gehabt. Und die haben wir Serie 44 genannt. Okay. Und so fühlen wir diese Uhren mit 3 Zeigern in einem klassischen Gehäuse mit der 44er Nummer fort. Okay. Das ist die so wird ein Schuh draus. Weil so wird ein Schuh draus. Das ist einfach so. Und weil ja auch die Frage kommt, was heißt Deep Wave? Das ist relativ einfach erklärt. Für den Uhrenenthusiasten ist eine Nummernbezeichnung aus 20 Stellen relativ sperrig. Ja. Also man versucht natürlich einen Namen zu finden, der sich ein bisschen leichter merken lässt. Entweder macht man es selber oder die Kunden machen es. Entweder macht man es selber oder die Kunden machen es. Und gefühlt ist um das Thema Wasser, sind alle Begriffe schon irgendwie vergeben. Ja. Also zumindest mal haben wir das festgestellt. Wir wollen einen Begriff nehmen, der weder militärisch vorbelastet ist, noch sonst irgendwie vorbelastet ist. Und Deep Wave ist einfach die ideale Welle für Surfer. Hat was mit Wasser zu tun, hat was mit dem Element zu tun, in dem wir uns wohlfühlen. Und es gibt auch eine Meeresschutzorganisation namens Deep Wave, sodass wir wissen, der Name ist aus unserer Sicht momentan positiv besetzt. Kommt nicht irgendeiner, der mit Deep Wave irgendwelche Uhren macht, die bei Kampftauchern im Einsatz sind und wie auch immer. Also das war für uns wichtig. Super. Deshalb Deep Wave. Perfekt. Danke dir. Gerne. Bei der Watchtime gefällt mir persönlich unglaublich gut, dass für jeden etwas dabei ist. Wir haben
kleine, edle, feine Marken wie Eberhard und Co. mit sehr robusten, aber trotzdem eigenständigen Uhren. Wir haben Weltkonzerne wie Seiko. Wir haben große deutsche Marken wie Sinn. Wir haben aber auch kleine Anbieter wie Rula, wie Van Dach, wie Circular. Alles gibt es zu bestaunen und natürlich auch das obere Ende im Bereich der deutschen Uhrmacherkunst, wie Glashütte Original hier oder an anderer Stelle auch gezeigt. Henschel, A. Lange und Söhne oder Heine und Lang waren leider dieses Jahr nicht dabei, aber auch hier sieht man wirklich Haute Horologie mit einem entsprechenden Preistag versehen, aber die Uhren sind es in meinen Augen auch wert, wenn man entsprechenden Wert auf diese Verarbeitung und dieses Design legt. Mir persönlich ist das immer zu viel Geld für eine einzelne Uhr, aber ich bewundere sie und bei Glashütte Original gefallen mir sogar die etwas klassischeren Uhren mit ihrem wunderbaren Retro-Charme. Ja, nachdem eben Harry Liebling Wolfgang Heinrich interviewt hat, möchte ich doch auch selber noch ein Gespräch mit ihm führen und das machen wir jetzt. So, ich bin hier bei Heinrich Uhren. Vor mir haben wir den Wolfgang Heinrich. Wolfgang, was gibt es Neues bei dir? Was gibt es Neues? Eigentlich hast du das Neue tatsächlich schon gezeigt vor 3 Wochen auf deinem Kanal. Das sind diese hier, die Helicoprions. Der Kollege hier probiert gerade eine an, aber gibt es in 6 verschiedenen Farben. Du hast es, glaube ich, die blaue auf deinem Kanal schon, genau, diese und die, diese. Genau. Dazu gibt es noch eine schwarze, dann eine braune mit einem dezenteren Bassor-Muster und die blaue, die du schon hast. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um Helicoprion fehlerfrei auszusprechen? Ja, Helicoprion ist doch ein ganz normales Wort. Also ich habe da vor dem Video doch tatsächlich wirklich Sprechproben gemacht. Ja, ja. Aber ich nenne die Uhr auch AKA Bassor, also Sägezahn-Zifferblatt, weil Universal Chenef hatte die damals ja auch so genannt. Und da kam auch die Inspiration her für diese Zifferblätter. Schöner Gehäuseboden auch. Ja. Was mir aufgefallen ist, bei den Vorbildern ist die Sägezahnung irgendwie andersrum. Hast genau, du das genau. umgedreht? Ja, genau. Wo ist sie umgedreht? Bei den Universal Chenef sehen die auch aus wie so Excel-Balken. Also die sind ganz bunt. In 4 Farben und aufsteigend, genau. Ja. Genau. Ja. Also deutlich mehr auf die Zeitmessung abgestellt. Genau, genau. Und hier ist ja die Zeitmessung im Prinzip über die Grundfarbe des Blattes. Genau, ne? Genau, ja. Ja, aber die Striche haben trotzdem, kann man trotzdem als Minutenindexe identifizieren. Also, ja. Ja. Hat ihn anders ausgerichtet. Was auch noch spannend ist, die Schrauben sind ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob das in deinem Video gesagt wurde. Das habe ich gesagt und das haben auch schon einige kommentiert und gesagt, dass... Ja, da gibt es so Monks, so wie mich auch eigentlich, die das sehr schön finden, weil Hublot oder so andere Hersteller kriegen das nicht so schön hin. Ja. Du bist heute der Dritte, der von Monk spricht. Ja, okay, also gut. Gibt es nicht nur mich als Monk. Ich bin ein absoluter Fan, ich habe alle Serien runtergeladen. Ja, ja stimmt, dann gibt es auch noch den Monk, genau. Ja. Ja. Sehr cool. Wie bist du auf die Idee gekommen mit dem Bassor-Blatt? Ich hatte das gesehen schon vor circa 4 Jahren, weil ich habe so ein Vintage-Buch und tue auch oft bei Google Vintage-Uhren suchen, um Inspiration zu kriegen. Da kam mir das erste Mal in Erscheinung. War damals eigentlich eine Quarz-Uhr von Universal Chenef und habe dann gedacht, ja, das muss irgendwie eine Reinkarnation kriegen, das Blatt, weil da wurden ganz wenige produziert, kann auch daran liegen, dass es vielleicht nicht jedem gefällt und es polarisiert eben auch. Aber ich wollte, es hat sehr gut in das Schema gepasst von meinen Taucheruhren und wollte auch jetzt mal ein bisschen abseits von direkten Taucheruhren gehen und eine elegantere Sportuhr machen. Und da hat dann das Puzzle eigentlich sich zusammengefügt und war dann eine gute Kombination mit der Lünette, mit der Schrauben und das Vintage-Zifferblatt. Wie ist das grundsätzlich bei den neuen Designs?
ist das so Zufall oder planst du das im Voraus? Suchst du nach bestimmten Sachen oder wenn du da eine Idee hast, sagst du, da könnte ich was draus machen? Nee, ich habe ganz viele Ideen. Tatsächlich, wenn wir jetzt in mein iPhone gehen würden, habe ich da jetzt mehr Bilder von Uhren als von Menschen drauf. Und hab da, leg dann, wenn ich was sehe, auf Instagram oder bei Google Favoriten ab und da habe ich jetzt wahrscheinlich so 3000 Bilder drin und versuche dann da ein bisschen, aber um deine Frage zu beantworten, es passiert meistens nicht spontan, sondern es hat eine längere Geschichte. Okay. Kann über mehrere Monate gehen. Wie lange ist der Vorlauf von der Idee, bis du dann wirklich eine Uhr hast, die du einstellen kannst? So circa 6 Monate. Also wenn ich weiß, was ich machen will, ist das erste halt Design Drafts und dann geht es in eine CAD, in eine CAD-Zeichnung, wo man dann wirklich die Details definiert, weil wenn ich ein Design habe, heißt es ja nicht, dass du es 1:1 übertragen kannst. Und dann geht es in die Prototypenphase, das dauert dann auch nochmal 3 Monate, dann spricht man so 4 bis 6 Monate, je nachdem, wie Kapazität ist. Oh, das geht aber schnell. Ich hätte gedacht, dass das länger dauert. Ja, ich habe ja dieses Jahr 3 Modelle eigentlich rausgebracht. Die GMT, ja. Die Taucher Sport und LX und das ist schon das dritte jetzt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die Taktzahl halten kann in 2024. War sehr anstrengend. Also die LX ist ja für mich persönlich wirklich die totale Überraschung gewesen. Von den Bildern hätte ich nie gedacht, dass sie mir wirklich gefallen könnte. Aber als ich sie dann live auf dem Tisch hatte, es war für mich persönlich echt ein Knaller. Ja, hat mich gefreut, weil ich dachte auch, du wirst eher diese Orangene favorisieren, aber ja, die Goldene ist eigentlich die gleiche. Die Orangene ist klasse, überhaupt keine Frage, aber die LX und die Goldakzenten, das war schon echt, muss man nochmal draufhalten, auch wenn das schwer ist, weil da direkt die Lampe ist. Ja, wir können sie auch mal rausholen. Ja, das wär mit Sicherheit Dann können wir einfacher. Ein bisschen näher gehen. Ich meine, die meisten werden das schon mehrfach gesehen haben. Ja. Aber das ist für mich wirklich. Du kannst hier auch noch das Zifferblatt unverbaut sehen. Da sieht man auch diesen radialen Brushing-Effekt oder die Bürstung. Ja. In der Innenseite vom Blatt. Das kommt ganz gut raus. Sehr klasse. Ja. Also. Und hast du schon Ideen fürs nächste Jahr? Irgendwas, was du ganz im Vertrauen erzählen möchtest? Hier für den. Also erstmal steht jetzt das an, das ist das Fokusprojekt mit den Helikoptern und das Fertigkriegen. Vorbestellphase läuft noch. Werden 120 produziert in 6 Farben und dann nächstes Jahr. Ja, viele Ideen. Ich würde gerne mal ein Chrono machen, aber wie du weißt, es wird teuer dann und nicht nur für mich. Und jetzt sind gerade die wirtschaftliche Situation ist auch ein bisschen angespannt. Deswegen, ja, mal schauen. Also ich habe viele Ideen. Aber ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es wird Richtung Taucheruhr gehen. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, aber ich möchte auch ein bisschen das Portfolio verbreitern und dann vielleicht eine Flieger oder sowas, ein Chrono machen. Ja, mal schauen. Interessant. Aber trotzdem mit dem Vintage-Charakter, also nicht von der DNA der dreijährigen Marke jetzt weggehen, sondern dem Thema eben treu bleiben. Aber ja. Super. Genau. Vielen Dank. Danke, Axel. Ja. Neben der Möglichkeit, neue Marken kennenzulernen und Kontakt zu den Herstellern aufzunehmen, ist aus meiner Sicht einer der ganz großen Vorteile und der großen Pluspunkte einer Messe wie der Watchtime die Möglichkeit, Uhren von Marken, die üblicherweise nur im Direktvertrieb verkaufen, live zu sehen, das Farbenspiel sich wirklich in Natura anzuschauen, die Uhren in die Hand zu nehmen, zu schauen, wie sie am Arm sitzen, so wie man das hier bei Circula sehen kann. Die gesamte Kollektion in allen Farbvarianten zusammen an einem Stand auf wenigen Metern, sei es die Superkompressor, sei es die Dive Sport. Es ist alles da gewesen, man konnte sich alles anschauen, alles an den Arm legen. Und natürlich war Cornelius Huber das Gehirn, das Gesicht, der Kopf hinter der Marke immer ansprechbar und hat auch gerne Fragen beantwortet, wenn etwas unklar war oder aber man auch einfach nur ein Schwätzchen halten wollte über die Uhr, über die Marke, über die Zukunft, was kommt, was war und woher die Marke kommt. Woher die Marke kommt,
Das wurde tatsächlich auch am Stand selber gezeigt, denn neben den ganzen neuen Modellen und den farbigen Varianten der Gegenwart gab es auch eine historische Circular zu besichtigen, die zeigt, wie nah die moderne Marke Circular am historischen Vorbild ist, denn so wie ihr das hier seht, sah Circular aus, bevor sie die Produktion eingestellt haben und bevor sie von Cornelius Huber wiederbelebt worden sind. Von Circular ging es dann weiter zu Van Dach. So, wir sind hier bei Van Dach und schauen uns etwas an, was es so noch gar nicht auf der Webseite gibt. Genau. Hallo Axel, wir haben für unsere Primus Automatik-Kollektion haben wir drei weitere Farben hinzugefügt. Momentan sind wir dabei, die zwei ersten neuen Farben hier auf der Watchtime zu zeigen. Wie man ja nun mal unschwer im Web bei YouTube festgestellt hat, an Grün kommt man dieses Jahr ja überhaupt nicht vorbei. Dementsprechend haben wir natürlich auch unsere Primus in einem sehr, sehr schönen, freundlichen Grün kreiert. Aber tatsächlich auch nochmal die Eleganz unterstrichen, indem wir jetzt die Primus auch nochmal mit einer zarten Goldvariante ausgestattet haben. Grundton ist in einem Grau, in einem sehr schönen Grau und dann halt mit kleinen, dezenten Goldakzenten. Es ist schon wirklich klasse. Ich darf die mal gerade direkt unter die Kamera halten. Ja, sehr gerne. Wirklich klasse. Ich muss ja wirklich gestehen, dass ihr mich mit den Goldakzenten getriggert habt. Das ist wirklich, abgesehen von meinen Erbstücken, die erste und bislang einzige Marke, die ich mit Goldakzenten bei mir in der Box habe. Und das hat vorher noch keiner geschafft. Das freut uns sehr. Wir sind natürlich wirklich damit immer in der Versuchung, dass wir natürlich mit Gold arbeiten wollen, aber so, dass es halt wirklich auch immer nur dezent ist. Eher so eine kleine zusätzliche Information. Nicht so im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Sehr schön. Ich habe übrigens letztens eine ganz interessante Uhr gehabt, fällt mir gerade ein, von Fischer und Sie. Ja. Die haben das Selita 400 drin mit einem größeren Datum. Das kannte ich bis dahin gar nicht. Mhm. Das soll 44% größer sein, das Datum. Richtig gut, ja. Fand ich sehr spannend, muss ich gestehen. Ja. Sehr ungewohnte dunklen Datumsfenster. Ja, du hast recht. Das habt ihr auch nicht vor zu ändern, oder? Nein, wir haben es halt wirklich nur bei der Primus-Kollektion so, dass wir das noch da Ton in Ton haben, um da nochmal wirklich so den eleganteren, den grässigen Touch so ein bisschen zu untermalen. Aber bei unseren sportlichen Uhren, bei unserer generellen Kollektion bleibt es natürlich immer beim Rot. Da sind Quarzwerke drin bei der Primus, ne? Nee, hier ist tatsächlich ein japanisches Automatikkaliber, okay. Das Miyota 8215. Okay. Wir kaufen die ja so gesehen ein, beziehen die so gesehen über den Standort in Hamburg und lassen die dort aber halt nochmal veredeln. So sind die Datumscheiben, wie halt auch die Rotoren in Deutschland gefertigt und dann dort natürlich eingebaut. Ja. Roto angepasst. Genau. Was wir bei unserer Kollektion jetzt komplett durchziehen, ist tatsächlich so, dass wenn ihr die Uhren umdreht und durch den Saphirglasboden schaut und ihr seht einen silbernen Rotor, dann wisst ihr automatisch, das ist ein Van Dach japanisches Kaliber. Und wenn es ein schwarzer Rotor ist, dann ist es ein Schweizer Kaliber. Ja. Ich erinnere mich. Genau. Du konntest es ja leider in deinem Video von der Klar noch gar nicht zeigen mit dem finalen Rotor. Aber ich hab's gesagt. Das ist jetzt gesagt, Gott sei Dank möglich, ne? Aber ich habe noch eine Uhr gesehen, die ich nicht kannte. Ja, das ist auch nagelnagelnah. Auch die kannst du das allererste Mal zeigen, sehr gerne. Habe ich gerade gesehen. Also, da musst du mir gleich auch ein bisschen was zu sagen. Weil das, ja, du hast deine Augen überall. Finde ich eine echt, echt geniale Kombination. Ja, die drei hier, die schwarze, die graue und die grüne, die hatten es ja auch meiner Frau angetan. Da war die ja auch sehr angetan von. Es ist schön, dass du das sagst, dass das halt nicht nur unbedingt für Herren ist, sondern dass das auch da sehr gut reflektiert. Nein, ist ja auch eine schöne Größe, die wirklich auch Frauen heute gut tragen können. Klasse. Aber zeig mir mal die andere. Bin ich mindestens genauso. Ich hole die mal her. Interessiert war. Der Tim ist jetzt gerade weg und holt die Uhr, die mich interessiert. Oder auch interessiert.
Und aber haben Sie auch nachgeschickt? Und trotzdem hat sie sich zu den Farben. Okay, ja. Die ist auch ganz neu. Es kommt jetzt auf dem Video nicht ganz rüber, aber das Blatt und die Lunette sind nahezu Ton in Ton, ne? Ja, genau. Im Video wirkt nämlich das Blatt ein bisschen Petrol, aber das ist in real nicht so. Das liegt hier ein bisschen am Licht. Genau, am Licht und auch ein bisschen am Winkel der Aluminiumlunette, sodass da halt ein bisschen das Licht anders reflektiert. Genau. Ich muss das nochmal. Aber das ist ja echt super aufwendig gemacht. Die Totalisatoren sind nochmal abgesenkt und die Beschriftung der Totalisatoren ist etwas erhöht. Das ist aber, ich sehe das gerade als Standard, aber hier bei der goldenen fällt das nochmal extra auf. Mhm. Genau, da ist das Level tatsächlich der Totalisatoren anders nochmal im Fokus. Echt klasse. Stahlwand ist der Standard. Lederwand, wo liegt die preislich? Die liegt bei 349 Euro. Also das ist wirklich ein richtig toller Daily Rocker. Gut. Das ist schon. Und halt auch das Lederband für uns wieder so angefertigt, dass es den Ton optimiert. Wir haben da natürlich eine beige Abnahme, damit wir die Goldakzente nochmal wiederholen. Macht schon sehr viel Freude. Und ich würde die gerne jetzt auch nochmal auf ein NATO-Band wechseln, damit du das siehst, wie das auch nochmal mit beige harmoniert. Plant ihr eine ähnliche Farbkombination auch in der Automatikversion? Also wir sind ja momentan immer noch so, dass wir die Exklusivität unserer aktuell noch drei erhältlichen Automatikvarianten beibehalten wollen. Aber wir kriegen extrem viel Nachfrage auch nach dem Grünton, weshalb es wahrscheinlich Zeit noch mal eine Special Edition geben wird. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist schon echt. Also ich muss das mal so sagen, das ist echt eine geile Farbkombination. Es ist schon, sieht ganz toll aus. Ich mache dir das jetzt nochmal mit Nachschub, sieht wirklich super aus. Ja, schnell Wechselstege sei Dank. Sehr schön. Ein großer Freund von Split NATOs oder. Ja, sieht echt mega stark aus. Danke dir. Das ist echt. Das ist wirklich, wirklich bärenstark. Was ich erstaunlich finde, und vielleicht kannst du mir sagen, woran das liegt. Wenn ich helle Zeiger auf einem hellen Totalisator habe, finde ich, ist der Zeiger unglaublich schwer zu erkennen. Da hast du vollkommen recht. Das sehen wir natürlich teilweise auch immer an unserem Reverse Panda. Und hier empfinde ich das überhaupt nicht so. Ich finde, das ist wirklich. Ja, das ist live. Das ist in der Tat live. Finde ich hier überhaupt nicht so. Ich finde, der Zeiger ist extrem gut zu erkennen. Ist das wegen des des Sonnenschliffs auf dem Totalisator oder wegen der doch relativ dicht beschrifteten Skala? Oder? Genau, es ist so ein Zusammenspiel natürlich einmal aus der Beschaffenheit. Genau, dadurch, dass wir den Schliff in den Totalisatoren haben, hebt sich natürlich der Zeiger nochmal sehr gut ab. Zu anderen ist natürlich auch nochmal die gewählte Länge bzw. Breite der Zeiger, die uns da tatsächlich auch nochmal hilft. Also die Minute ist halt dadurch sehr gut zu erkennen, dass wir wirklich eine schöne Länge gewählt haben. Und auch die Minute hat halt wirklich mit der Breite, die Stunde hat natürlich mit der Breite und natürlich dann auch nochmal mit dem Finish einen schönen Absatz dazu. Ja. Gut, dass du sagst, der Stunde. Die Stunde hat mich nie gestört. Weil so die schätze ich meistens richtig ein, aber die Minute über den Totalisatoren, das ist immer so ein Knackpunkt. Und ich finde das hier wirklich echt gut ablesbar. Also, ist ja nicht von Nachteil, wenn die Uhr auch die Zeit anzeigen kann. Ich sehe das schon kommen. Ihr zieht mich wirklich in die Goldakzente rein. Dann irgendwann am Ende des Jahres, wieso ist hier alles Gold? Das ist echt, klasse. Gefällt mir wirklich richtig gut. Dankeschön. Die Watchtime in Düsseldorf. Für mich eine der familiärsten Messen, die von Jahr zu Jahr ein immer etwas anderes Gesicht zeigt. Dieses Jahr war mit
35 Ausstellern, glaube ich, das breiteste Spektrum vertreten. Sie läuft über 3 Tage und wer sich wirklich informieren möchte, wer auch mit den Ausstellern sprechen möchte, sollte mindestens 2 Tage einkalkulieren. Wir waren 2 Tage da, haben viele Gespräche geführt, haben natürlich auch Videoaufnahmen gemacht. Ich habe es trotzdem nicht geschafft, mit allen zu reden, mit denen ich gerne geredet hätte. So 5 bis 6 Gespräche habe ich nicht führen können, die ich gerne geführt hätte. Das heißt, wer sich das wirklich sehr intensiv zugute führen möchte und das auch genießen möchte, sollte vielleicht tatsächlich 3 Tage einkalkulieren, denn die Ausstellung hier ist nur ein Teil der Watchtime. Bevor wir jetzt gleich uns Leica ansehen, wollte ich schon mal hinweisen, dass es mehr gibt. Was es mehr gibt, darauf gehe ich dann ein, wenn ich euch mein persönliches Messe-Highlight gezeigt habe. Und das ist Leica, und zwar nicht wegen der Kameratechnik, sondern wegen der neuen Uhren von Leica, die mich total geflasht haben. So, ich bin hier bei Leica, eine meiner Überraschungen, und vor mir steht Alexander. Alexander, ja. Der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, mir das, ist das euer Flaggschiff, ich glaube schon, ne? Die ZM1 und ZM2 sind unser Flaggschiff, sind die Handaufzugsvarianten von Leica, einmal mit GMT-Funktion, einmal ohne. Ja, also was mich total fasziniert hat, ist die Kronenfunktion und die Drückerfunktion. Ich zeige euch die Uhren mal und wir werden uns die gleich auch noch etwas genauer anschauen. Ich zeige euch auch die Preise, denn die sind natürlich auf den ersten Blick beeindruckend, aber wir nähern uns gleich dem Preis auf eine Art und Weise, die vielleicht so manches des Preistags erklärt. Genau. Also ich hole mal die ZM2 gleich dazu, auch mit dem neuen Edelstahlband. So, hier haben wir das Stück. Das ist jetzt die ZM2 Monochrom. Das heißt, wir haben die einmal als ZM1 und 2 in der Edelstahl-Variante. Das ist ein sogenannter 316L Edelstahl. Und hier haben wir das gleiche Stück nochmal in der Zweier-Version. Das heißt also mit innenliegender 2. Lünette. Ich halte die übrigens falsch rum gerade. Ja. So, mit der innenliegenden Lünette. Und da kann ich dann nochmal die 2. Zeitzone justieren. Und nicht nur das, ich kann dann hier unten zum Beispiel, wenn ich die jetzt drehe, kann ich dann unten noch sogar in dem kleinen Index unter dem Zustandsanzeiger, der hier weiß gehalten ist, kann ich dann sogar noch sehen, ob es eine, so wie jetzt schwarz unterlegt, Nachtzone ist oder wenn es weiß unterlegt wäre, eine Tageszeit in der 2. Zeitzone. Das ist links unter dem Halb des Datums, ne? Ganz genau. Ja. So. Das Datum haben wir hier oben einfach durch einen Drücker, den man entsprechend betätigt, um die Schnellverstellung zu gewährleisten für das Datum. Und die sind auch alle so konzipiert, dass man dann nicht versehentlich durch eine Handgelenkbiegung versehentlich verstellt oder auch gar den Mechanismus der Uhr, das heißt durch Drücken auf die Drückerkrone, rot unterlegt, dann zum Stillstand bringt. Ah, alles klar. Ihr habt also 2 Anzeigen. Einmal die Tag-Nacht-Anzeige. Ganz genau. Dann, und rot heißt Krone gedrückt, das heißt Uhrzeit kann verstellt werden. Ganz genau. Das ist die Zustandsanzeige. Die bedeutet also, in weiß die Uhr läuft. In rot kann ich dann über die Drehung der Krone kann ich dann entsprechend die Zeit einstellen und kann dann wirklich präzise nach Atomuhr oder Smartphone oder etc. kann ich durch erneuten Druck sekundengenau starten. Das, was wir hier jetzt an der Seite links schwarz unterlegt sehen, das drehe ich jetzt auch mal, das ist, glaube ich, dann schön für die Kamera zu sehen, das ist die Gangreserve. Die öffnet sich über 2 Lamellen oder schließt sich, je nachdem, wie weit ich aufziehe oder wie weit der Mechanismus abgelaufen ist. Alles klar, ich sage gerade, das geht der Streifen nach oben und jetzt gehen die auseinander. Und genau, ähnlich also zu den Blendenlamellen in Überleitung unserer Objektive. Haben wir dann
sich öffnende Blendenlamellen und die geben dann den weißen Streifen frei, der als Indikator dafür dient, wie viel Gangreserve das Werk noch hat. Sehr cool. Ich sehe das jetzt nicht ganz oft, dann kann man schön den Effekt sehen. Hier sieht man auch, bei mir ist der auf der Edelstahl ist der ein bisschen weiter aufgezogen. Und als Klassifizierung ist es ein 60-Stunden-Gangreserve. Sehr schön. Und es ist eine Eigenentwicklung, hast du gesagt, ne? Sind alle Optionen, alle Komplikationen sind eigene Entwicklung. Auch das Grundwerk oder habt ihr da ein Basiswerk? Nein, ist kein Basiswerk, ist ein komplett entwickeltes in Kollaboration mit der Lehmann Präzisions GmbH. In München, ne? Aus dem Schwarzwald. Schwarzwald? Genau. Die haben das mit uns zusammen entwickelt, aber es ist eine komplett eigene Leica-Entwicklung. Lehmann sind doch die auch die Maschinen für die Schweizer Uhrenindustrie liefern, ne? Oder unter anderem und auch sogar Maschinen, die wir für uns, für unsere Konstruktionen des Messsuchers oder für unsere mechanischen Kameras verwenden. Ne, also auch das habe ich nicht gewusst. Das ist die Verbindung, die wir auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten zu der Lehmann haben, Lehmann Präzisions GmbH. Und Die machen auch eigene Uhren, ja. Aber wie gesagt, das sind keine Basiswerke, die wir übernehmen. Auch zum Beispiel das Ziffernblatt ist eine eigene Entwicklung und wird von uns selbst gefertigt. Das wird also nicht irgendwo zugekauft, sondern wird aus einem speziellen Aluminium, wird das aus einem Stück gefräst. Das hat den Vorteil, dass die Stege an dem Ziffernblatt eben aus einem Stück mit dem Ziffernblatt gefertigt verbunden sind. Sehr ich also schön. Keine verschraubten oder geklebten Stege habe und dadurch auch, wenn die Uhr mal, sag mal, mechanisch gröberer Belastung unterlegen wäre, dass ich dann keine Angst haben muss, dass die Stege brechen und das Ziffernblatt sich lösen würde. Bei der gröberen Belastung, Wasserdichtigkeit? Sind wir bei 50 Meter, ist also eher klassifiziert als zum Duschen oder Baden. Ne? Da wurde aber hier jetzt im Speziellen auch nicht viel Wert drauf gelegt. Das hat auch den Hintergrund, dass unsere M-Kameras zum Beispiel auch, die haben sogenannte latente Dichtungen. Die sind aber nicht nach einer IP-Zertifizierung Spritzwasser- oder staubdichtig zertifiziert. Aber wenn du schon sagst, duschen, baden, das machen ja viele bei 5 ATM nicht. Sondern, nein, also sie würde es kurzzeitig aushalten. Empfehlenswert ist es natürlich bei der Klasse nicht. Ja. Habt ihr die mit der zweiten Zeitzone auch in der Stahlversion? Weil die Monochrom ist natürlich, was die Ablesbarkeit betrifft, das ist ganz besonders eingeschränkt, wenn man das filmen will. Für die Augen funktioniert es gut. Ich hole mal eben ganz kurz die Edelstahl dazu. Ein Sekündchen. Dann kann man die mal zueinander, kann man die mal sehen. Ja, das war natürlich schon ein... Ist ein Unterschied, ne? Ein heftiger Unterschied. Aber die ist ja bewusst, die Monochrome ist ja bewusst mehr auf dieses Zurückhaltendesign entworfen. Das hat den Hintergrund, weil die Monochrome zum Beispiel, die wir ja mit hier in der Display-Auslage haben, die ist ja auch komplett ohne Kennung. Da ist lediglich nochmal ein Schriftzug auf der Rückseite, aber da ist keine deutlich erkennbare Kennung aufgebracht. Ja. Ne? Einfach als Unterscheidung von der schwarz-weißen Systematik zur farbgebende Systematik. Mir persönlich ist ja Ablesbarkeit immer echt wichtig bei Uhren. Ja. Und deswegen finde ich es klasse, dass wir die Stahlversion nochmal dagegen legen konnten. Denn auch wenn das wirklich im Video wahrscheinlich nicht so gut rüberkommt, durch den Rahmen der Zeiger ist die eigentlich tatsächlich ablesbar. Ich vermute, im Zwielicht wird es dann sehr sportlich. Ja, aber die Stahlversion ist tatsächlich wirklich gut. Aber es geht, weil die ganzen Indizes, die übrigens aus rodiniertem, diamantiertem Messing gefertigt sind, als auch die Zeiger, die haben auch bei wenig Licht, wenn man nur, ich sag mal, Kerzenschein oder abends eine Lampe im Zimmer anhat, durch die Reflexion an den Kanten lässt sich auch das noch tatsächlich recht gut ablesen. Sind das gebrochene, anglierte Kanten oder... Sind in dem Fall sind die nicht gefasst, sondern die sind hohl geschliffen. Okay. Ja. Auf jeden Fall, es gibt Reflexionsflächen aus unterschiedlichen Winkeln. Klasse. Ich will noch kurz von der Seite dran gehen. Ihr habt dann auch noch, ist das nur eine Einlage oder ist das ein Cabochon, was ihr da eingesetzt habt in die Krone? Ist es rund, ist es ein Cabochon? Das ist eine Einlage, ja. Eine Einlage, okay. Ja. Und wenn ich es von technischer Seite richtig habe, ist es sogar eine Keramikeinlage. Und wie hoch ist die Uhr? 14? Sind wir bei, mit dem bombierten Glas, sind wir bei knapp 15 mm.
Okay. 14, 15 mm. Ja. Das obere ist ein doppelt entspiegeltes, bombiertes Glas. Das untere ist ein flaches Saphirglas, aber auch entspiegelt, einfach. Und auch ein schönes Werk. Ja, ich nehme mal die Finger ein bisschen raus. Ja, das ist auch bewusst in einem etwas schlichteren industriellen Design gehalten, einfach als Überleitung auch zu unserer Kamerafertigung. Und Handaufzug. Ganz genau, ist ein reiner Handaufzug. Und lediglich die Brücken zum Beispiel und die Kanten sind dann nochmal mit einem leichten polierten, mit einer leicht polierten Phase versehen, sodass man noch ein bisschen mehr fürs Auge hat. Sehr schön. Ja. Gefallen mir wirklich gut. Ist für mich auch eine Überraschung. Super, danke dir. Gern geschehen. Nach mehreren Stunden Messe war bei mir dann auch irgendwann die Aufnahmekapazität, die Aufnahmefähigkeit erreicht. Und leider war das dann bei Junghans so, ich habe mir die Uhren angeguckt, ohne sie wirklich genießen zu können, was den Uhren und der Marke nicht gerecht wird. Andere Marken habe ich gar nicht mehr geschafft, mir anzuschauen, einfach weil mir Rücken, Füße, Kopf wehtaten und ich auch an einem bestimmten Punkt die einzelnen Uhren gar nicht mehr so auseinanderhalten konnte, wie es die Uhren verdient gehabt hätten. Insofern ist es vielleicht tatsächlich sinnvoll, mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Tage für eine solche Messe einzukalkulieren mit entsprechenden Pausen, damit man die einzelnen Uhren auch genießen und verarbeiten kann. Oder aber man sucht sich ganz punktuell einzelne Sachen raus. Oh, da bin ich ja im Bild. Also ganz hinten, der große orangene Fleck. Sucht sich ganz einzelne punktuelle Sachen raus, die man sich dann genauer anschaut und versucht nicht die gesamte Messe aufzunehmen, zu verstehen und zu verarbeiten. Wir haben hier in meinem Video fast ausschließlich den Ausstellungsraum gesehen, die Aussteller. Wir haben leider nicht gesehen die Ecke, wo die Uhrentresore, da bin ich ja nochmal, wo die Uhrentresore stehen. Eine wunderbar interessante Ecke. Ich habe es nicht geschafft, die Meisterschule zu besuchen, um mir über Uhrmacherkurse ein Feedback und Informationen abzuholen. Ich habe es leider nicht geschafft, Rula zu besuchen, weil die Zeit zu knapp war. Ich habe viele Ecken nicht gesehen und trotzdem hoffe ich, dass ich euch ein wirklich gutes, umfassendes und interessantes Feedback zu der Watchtime in Düsseldorf geben konnte. Wer nicht so sehr an dieser Art von Messebetrieb interessiert ist, für den kann die Watchtime trotzdem interessant sein, weil es parallel zu den Ausstellungen sehr viele Veranstaltungen gibt. Es gab ein Community-Treffen, wo die Uhrensammler sich außerhalb der Messe getroffen haben, wo auch der Uhrenratgeber war, wo auch meiner Meinung, meines Wissens nach auch der Luca Watch-Ragazzi war, wo auch der Florian von Flomp 89 war. Ich bin da nicht gewesen, weil ich gemerkt habe, dass mir die Zeit wegläuft, was die Möglichkeit betraf, Gespräche mit den Herstellern zu führen. Hier seht ihr, es gibt auch ganz außergewöhnliche Sachen, eine Ecke mit sehr hochwertigen, außergewöhnlichen Gitarren. Also es gibt wirklich viel zu schauen, viel fürs Auge. Nochmal Leica, die übrigens nicht nur die Uhren gezeigt haben, sondern auch eine kleine Fotoecke hatten, wo man dann von sich ein Messefoto machen lassen konnte. Alles in allem für mich eine wirklich sehr gelungene Veranstaltung. Ausgesprochen familiär, unglaublich freundlich. Ich habe keinen Hersteller gefunden, der nicht sofort bereit gewesen wäre, in ein Gespräch zu gehen, Sachen zu erklären, zu zeigen, zu erläutern. Auch 5, 6, 10 Minuten lang und nicht nur mit mir, weil ich mit Kamera gekommen bin, sondern mit jedem Besucher, der da war. Das habe ich ja an den Zeiten gemerkt, die ich gewartet habe, um mit meiner Kamera in die erste Reihe vorzurücken. Also eine wunderbare Sache. Es gibt sogar Besucher, die aus Österreich angereist sind. Der Harry Liebling ist einer davon, den habt ihr im Bild gesehen. Aber auch einige Zuschauer von mir sind aus Österreich gekommen.
um diese Messe zu genießen. Und ich finde es ein absolut gelungenen Event und freue mich jetzt schon darauf, im nächsten Jahr wieder vor Ort zu sein und mit vielleicht anderen neuen Ausstellern Gespräche zu führen. Wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne sehen möchtet oder was ihr anders haben wolltet, dann schreibt mir das bitte ausgesprochen gerne in die Kommentare. Ich weiß, meine Aufnahmen waren immer ein kleines bisschen verwackelt und waren aus der Hand gefilmt, dafür extrem authentisch. Übrigens hier, Oris, The Muppets, die Kermit-Uhr, hier an dem Tag ausverkauft, am nächsten Tag nachgelegt, im Datumsfenster ein kleiner grüner Kermit. Meine Frau hatte sich spontan in die Uhr verliebt. Also auch solche Sachen gibt es zu sehen. Ausgefallene Sachen, sehr gute, preiswerte, leistbare Uhren von Circula oder Van Daag, wie auch die teureren Uhren. Ich glaube, ich habe euch einen ganz guten Überblick gegeben und bin jetzt froh, dass ich das Video fertig habe, dass ich das Video hochladen kann und freue mich unglaublich auf euer Feedback zu meinen Eindrücken der Watchtime Düsseldorf 2023. Die Watchtime ist hinter mir. Ich habe wirklich viel gefilmt. Ich hoffe, die Aufnahmen haben alle geklappt. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß dabei. Und wenn sich meine Frau jetzt einmal ganz langsam nach links dreht und einen Schwenk macht, dann seht ihr den Luca, der hier ebenfalls... Hi! Daumen hoch da lassen, kommentieren, immer wichtig. Ne? Ist so. Kostet nichts, aber hilft. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.